Schau dir mal an, was ich jetzt hier nicht für eine Waffe habe. Schau es dir mal an, Laserschwert. Ja, meine Lieben, jetzt willkommen zurück zu Akt zusammen mit der Doppel-Sally. Hallo, meine Lieben, Jungs. Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Ich bin rot, ich bin schwarz, mir geht's super. Sehr gut. Wir haben hier gerade ein schönes Licht hier immer im Paradies, haben wir. Und zwar ist es einmal mit einem Scope-Attachment. Das ist gar nicht schlecht, das würden wir wahrscheinlich eh bauen müssen, wenn wir, eine Schusswaffe machen, so eine Long Neck Rifle. Das ist eigentlich echt mal so langsam schon, könnte es unser Ziel werden, so was in der Art zu bauen. Ihr seht, ja, es hat funktioniert mit der Wasser, hin und her Dings. Falls ihr verpasst habt, checkt die letzte Folge aus der IdolZI, da seht ihr, wie genau wir es gemacht haben. Der Dödel hat mal wieder ein Upgrade, der scheiß wie ihr und ihr, das ist alles super dupi wunderbar. Der hat schon fast 500% Melee Damage. Das geht gut voran. Und vor allem, Izzy, du siehst wunderschön aus. Zeig das mal bitte. Ja, das ist mein Style. Wo bist denn du? Hier, hier. Ah, und du machst ähnlich die Kompostbins. Sehr gut. Wollte ich gerade machen. Hier ist mein Style. Mhm. Da sieht schon stylisch aus. So schön, ne, mit der. Das ist unser neuer Stil, nämlich Leute, hier mit schwarzer Brustplatte und dann halt die Akzente rot drauf. Wobei es eigentlich fast mehr rot ist im Moment. Ja, ja, das stimmt. Aber das Rot sieht halt so cool aus. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir so. Ich würde sagen, da machen wir halt bei der Rüstung machen wir so rot, aber ansonsten alles doch sehr schwarz, dass sie mit kleineren roten Akzenten, okay? Okay, okay. Soll ich noch einen Kompostbin hier hinpacken? Machen wir mal Kompostbin, ja. Wir brauchen nämlich, ich habe nämlich richtig viel Scheiße schon aufgesammelt, Leute. Denn hier, das, so sieht das Ganze aus, Leute. So funktioniert das Wasser. Ist hier einfach, kommt hier einfach hoch. Hier ist eine kleine Kreuzung nochmal. Sieht ein bisschen kacke aus, aber so ist das eben in der Ark. Hier kommt ein bisschen Wasser raus, da kann man immer ein bisschen was trinken. Sieht kacke aus, aber so ist das eben in der Ark. Und man kann auch seine, das eigene Waterpack, worum es ist, hier, mein Waterskin, kann man hier ganz schnell drin auffüllen. So, da ist das ganze Ding hier wieder voll. Und ich habe schon wieder ein Level-Up, Dana, das ist der Wahnsinn. Hä, wie kannst du so schnell Level-Ups immer bekommen? Nein, also jetzt bin ich Level 51. Ja, okay. Ich bin gleich erst Level 47, irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber hier, wie du siehst... Hast du jetzt überhaupt das aus dem Licht unten rausgenommen? Weil das... Ah, jetzt ist weg. Doch, doch, ich hab's genommen. Es war, da war noch eine andere Sache, noch ein Kompass mal wieder, den habe ich drin gelassen. Aber hier müssen unbedingt noch den Rest der Rüstung machen. Hast du schon gesehen, wie das hier ausschaut, Izzy, mit dem Citrone und mit dem... Ja, aber da sehe ich noch keine Citrone. Guck mal, das ist ein bisschen gerade gewachsen, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ich glaube das auch. Es dauert aber lange, Leute, bis das geht. Deswegen versuche ich hier eben, dass ihr möglichst viel Kompost eben zusammenbekommt. Hast du auch wieder Scheiße reingetan? Ich habe einen Scheiße hatte ich noch drin. Du musst bei jedem mindestens 3 Scheiße drin haben und zusätzlich mindestens, 50 Thatch, genau, dass das funktioniert. Wir brauchen noch eine Scheiße für den hinteren. Ich hab noch 2 Scheiße gerade. Ja, verteilt die mal gleichmäßig. Und dann brauchen wir ein bisschen Thatch. Das hol ich auch gerade. Perfekt. Und ich schau mal nach der Rüstung. Hast du denn noch neue Farbe da mittlerweile? Ja, ich habe einiges noch an Farbe gemacht. Ein bisschen 12. Schwarz, bisschen rot komplett, damit wir da ausgerüstet sind für die Zukunft. Aber dafür brauchen wir natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen Rüstung und deswegen brauchen wir noch Metall und deswegen müssen wir losfliegen. Ich würde gerne auch kurz ein bisschen färben, nämlich, dass ich auch zumindest, dass du auch so schön ausschaut wie bei dir. Ah ja, stimmt, das hast du ja noch gar nicht komplett. Ja, dann mach das. So, ich muss nämlich, glaube ich, Region 6 muss ich färben mit Rot, ne? Das kann ich dir nicht mehr so genau sagen. Ja genau, das ist auf jeden Fall richtig. Und hast du unten auch Rot oder hast du unten Schwarz? Unten ist noch Rot. Und dann noch diese Schnallen. Die sind auch rot. Genau, diese Schnallen sind auch rot. Eigentlich ist alles rot, außer der große Teil, der ist schwarz halt. Also schwarz ist das Shirt, also das, was so drunter ist. Okay. Und die große Brustplatte sozusagen. Weißt du, was ich meine? Okay, ich glaube, ich habe es gedacht. Das sieht aber irgendwie nicht so krass aus, wenn es hier, wie ich es gerade hatte, in der... Ja, aber so sieht's aus. Genauso habe ich es auch. Ah doch, ja, so sieht es gut aus. In dem Vorschaubildschirm sah es nicht so krass aus, aber... Ja, das sieht gut aus, Leute. Aber wir brauchen natürlich noch eine komplette Rüstung. Und wer einer schreibt in den Kommentaren, sieht nicht gut aus. Wir brauchen eine komplette Rüstung von dieser Flak-Rüstung. Oder Flak oder wie auch immer die heißt. Und da müssen wir noch ein bisschen Metall sammeln. Dafür müssen wir jetzt eigentlich in die Berge. Aber in den Bergen, Izzy, da ist es gefährlich, weil da gibt es die neuen Dinos, ne? Da muss man nicht da ein bisschen aufpassen. Da gibt es die neuen, diesen mega. Den gibt es dann. Da muss man da ein bisschen aufpassen. So. Da müssen wir echt aufpassen, aber ich glaube, mit einem Flugsaurier sind wir da eigentlich ganz gut. Mit einem Flugsaurier sollten wir eigentlich ganz gut unterwegs sein. Und mit dem Flugsaurier können wir eben auch Dilos vielleicht auf dem Rückweg aufpicken. Mal schauen, erstmal gut Inventar entleeren, weil wenn wir das ganze Metall holen, Izzy, das ist ganz schön kostspielig. Also nicht kostspielig, es ist halt. Das stimmt, mein Inventar ist schon komplett leer, aber nicht hier ein bisschen essen und ein bisschen trinken, das müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen, deswegen mache ich uns hier gerade mal kurz den Grill an. Mhm. Ich tue gerade nochmal.
Was für die Waffen? Wir brauchen unbedingt noch mehr Kisten. So langsam, dass wir nochmal wieder unbedingt. Besser sortieren können. Unbedingt. Uns da, gab es da nicht noch eine größere Storage-Box? Ja, ich weiß sowas? Nicht. Kannst du gerade auf jeden Fall nochmal so eine Large Storage-Box hinmachen? Ja, und mach ich mal für Weapons-Stuff. Dann können wir alles, was wir da haben, wir mal reinsortieren. Wir haben ja diese Bookshelf. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt. Nee, der ist nur für Blueprints. Nur Blueprints und so. Und aber den kannst du auch machen. Den kannst du aber auch machen. Aber vielleicht sollten wir uns das nachher mal machen. Aber erstmal nur für ganz schnell, easy, einmal schnell sowas hinmachen. Dass wir einfach hier ein bisschen Gewicht verlieren, weil da ist doch wirklich gerade sehr viel. Und ich habe noch 100 Chitin gerade. Wo soll ich die mal hin tun? Woodsedge und Fiber. Woodsedge. Die tue ich auch einfach mal schnell hier rein. So, ein bisschen. Wo war's? Halt kann ja auch rein. Das ist im Moment so unsere zentrale Crafting Station. Wo soll die Storage Box hin? Wo soll die hin, die Storage Box? Die Storage Box ganz rechts neben, einfach neben dem Rest. Die andere. Okay. Mach ich. Da ist der Chitin. So. Ich tue da gerade einfach mal schön schnell alles mögliche, was ich habe, rein. Weil das ist ja, da ist einfach viel zu viel drin bei mir. Wo hast du ihn getan? So, da ist er jetzt. Ach, direkt daneben, sehr gut. Also einfach unsere sonstige Box hier auch mal, würde ich mal. Okay. Würde ich mal sagen. Ach, 70 Steine. Keine Trank Arrows mitnehmen? Trank Arrows? Ich habe halt gar keine mehr. Keine Arrows. Ich habe 17 Stück, ich nehme das mal mit, was ich habe. Aber hast du noch Narcotics? Falls ja, nimm die mal mit, weil die wiegen eh nix. Einfach, dass man es hat. Und hier sind noch ein paar Pfeile, da kannst du dir Pfeile rausnehmen, dann haben wir nämlich ein paar, kannst du da auch noch Narcotics machen. Bei der Woodkiste, interessanterweise. Okay. So, wo waren die Steine hier? Da. Steine kommen hier rein. Ich tue auch mal die Pipes jetzt auch mal hier rein. Das ist ja auch irgendwie aus Stein gemacht. Kommt's da rein. Ansonsten, wir müssen drin fast ein Lagerhaus schon bauen für das ganze Zeug. Ja, ja. Farbe tun wir mal alles in den Cooking Pot, ja? Weil da gucken wir. Ja, lass mal einfach drin, ja, genau. Ja, alles mit Farbe. Okay, okay. So, wie sieht das aus mit dem Fleisch hier? Haben wir schon mal 6. Sonst habe ich gerade nichts hier drin, was super viel wiegt. Ein paar Pfeile, ist in Ordnung. Narcotics hast du dabei? Narcotics habe ich dabei. Wer das kann halt losgehen. Nimm dir nochmal einen Stack Bären mit, ne? Nimm dir nochmal einen Stack Bären oder so mit wegen. Ansonsten, das Fleisch kannst du dir auch aus dem Feuer holen. Das müsste jetzt auch gleich jeden Moment fertig sein. Okay, aber einfach so ein Backup-Stack ist immer gut von nur das Husk und Bären. Die kannst du auch einfach in Flugsäure tun, dann verdirbt das ganze Ding nicht so schnell. Ja. Yeah. Da ist das Campfire, nehme ich nochmal hier kurz. Ah, falsch rum. So. Da nehmen wir nochmal Fleisch raus, gleich noch das letzte fertig. Du hast alle Narkotik rausgenommen? Petri hat sogar noch 30 Narkotik drin, wir haben 18 Narkotik jetzt mit. Sehr gut. Ich hab alles. Sehr gut. Glaube ich. Ich warte gerade noch, bis das letzte Fleisch fertig ist. Da ist es fertig. So. Und hoch. Wie lange hält das Fleisch eigentlich in mir, das gebratene Fleisch? Muss ich gerade in einem selber? In einem selber. Keine, ich pack's immer in die Dinos rein. 20 Minuten. Oh, ist ja auch nicht schlecht. Okay. Dann, wer nimmt wen? Ich nehm Pete. Ich hab schon alles in Petri reingetan. Deswegen. Der hat sogar noch ein bisschen Öl. Aber es wiegt nicht so viel, das Öl. Das kann ich gerade mal so lassen. Wir upgraden ihn nicht auf Weight. Ich kann es nämlich gerade nochmal upgraden. Weil das wollen wir machen, wenn wir sehr, sehr bald in 4 Leveln. Kann Izzy ja schon einen Sattel machen für den Adler. Und der ist dann für Weight. Ich gehe jetzt erstmal weiter auf Movement Speed. Ich weiß ja nicht, wo du gerade hinfliegst. Und nochmal auf Movement Speed. Und nochmal auf Movement Speed. Boah, ich könnte dreimal Movement Speed machen. Movement Speed oder Stamina? Erstmal Movement Speed. Stamina genauso, aber muss man auch nicht. Ich bin jetzt auf 146% Movement Speed. Ich auch. Sehr gut. Und 480 Stamina. 480 Stamina? Ja. Ich bin bei 540 Stamina sogar. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hoch über dem Paradies. In der Mitte vom Paradies hoch. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Okay, dann lass mich mal zusammenfliegen. Ich dachte nämlich, wir fliegen zu dem normalen Berg, wo wir sind. Ja, lass den normalen Berg, lass den normalen Berg. Das ist dann die richtige Richtung. Weil da weiß ich auch schon, da weiß ich, wo das Metall ist, Leute. Dann hacken wir uns da kurz was ab. Du hast, weißt du, welches Werkzeug am besten ist dafür überhaupt gerade? Ich dachte eigentlich die Spitzhacke. Ja, das ist, das Ding, was viele Leute glauben. Aber ob es auch richtig ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. Man vergisst schon wieder so viele Sachen. Ich weiß nämlich gerade auch nicht. Wir müssen es gleich mal ausprobieren. Ich glaube auch aber eigentlich. Aber das ist eigentlich richtig Spitzhacke. Safe eine Sache, weil, keine Ahnung. Das merkt man sofort eigentlich. Ja, ja. Ist irgendwie kein Dino im Stitzi. Also wir brauchen eigentlich die schwarzen, die geben Obsidian, das brauchen wir später auch noch für irgendwas, aber ich würde sagen, hier möglichst ganz, ganz hoch sollen. Wir müssen möglichst hoch hier. Aber hier unten ist voll viel. Ich muss kurz einmal landen.
Ja, okay, wenn du sagst, da ist viel, dann... Ist richtig viel gerade. Aber wir sollten zusammenbleiben, Izzy. Ja. Immer dem, der die Führung hat, dem musst du nachfliegen. Ja, aber du bist so weit geflogen. Ich weiß halt nicht, warum. Ich bin auf dem Berg. Ja, aber trotzdem, dann stellst du Fragen und erst anhalten, wenn ich anhalte. Alles klar. Das ist wichtig, Herr IWCD, sonst verlieren wir uns nämlich. Und das ist gefährlich. Okay, ich bin oben drauf. Ganz oben auf dem Berg? Ja. Den komme ich da auch mal schnell hin. Es ist nämlich so, dass wir hier auch schon frieren. Ich will ja gar nicht... auch abbauen. Ich will ja auch eigentlich gar nicht ganz hoch. Ich will gerade nur, dass wir zusammenfinden. Das ist mir wichtig, weißt du? Ich habe schon mega viel Metall. Bist du... Ah, ich sehe dich. Okay, perfekt. Okay. Ich hab schon... Dankeschön. Ich habe auch schon wieder ein Backup. Jetzt ein eigenes, glaube ich. Nee, gar nicht. Der Pete hat einfach noch eins. Mit was baust du ab? Mit der Spitzhacke? Ja. Ja, Metall, das gibt gut Metall. Weil das gibt richtig stark Metall. Wir spielen natürlich auf einem Server, auf dem das Ganze noch so ein bisschen hochgestellt ist. Damit wir eben nicht ewig Folgen hier damit verschwenden. Aber ich krieg so viel Metall raus, alter Schwede. Ich hab 110 aus einem gerade. Ich auch. Das hört nicht auf. Das hört auch nicht auf bei mir. 120, 125. 120 habe ich drauf. Alter Schwede, ist das krank. Aber man braucht halt auch krank viel, ne? Das ist das Ding. Ich habe so viel, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, obwohl ich sonst nichts im Inventar habe. Ich habe es jetzt kaputt gemacht erst. Ah! Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Scheiße. Scheiße, kann ich mich nicht bewegen? Ich auch nicht. Man muss alles raus... Man muss mal gucken, wie viel kann man denn überhaupt erst mitnehmen. Also, ein Metall wiegt halt eins direkt. Krass. Also, 60 ist schon zu viel, um sich zu bewegen. Shit, wir hätten gar nicht mal alles abbauen sollen. Als ob. Okay, Pete kann... Man kann nicht mal 30 mitnehmen. Ja, und Pete kann jetzt auch schon gar nicht mehr bewegen gerade. Ey, pass auf dein Essen auf, dass das Essen komplett auf ist, weil, ne, wegen Kälte hier. Es ist ja ganz schön kalt hier. Also, der Pete hat bei mir jetzt... Weight ist bei 139 von 150. Nee, das bin ich selbst, Aber der Pete ist bei... 180 von 174, okay. Das heißt, wenn man einfach mal ein bisschen Fleisch raus. Du zusammen merkst, ne? Wie bitte? Du musst dich ja auch noch draufsetzen, dann wird es ja auch wieder schwerer, ne? Ja, ich weiß, ich sitze schon drauf. Ich muss gerade nur, ich kann Steine, genau, tu die Steine mal alle weg. Allein das schon hilft. Ja, natürlich. Ein bisschen. Dann kann ich, glaube ich, schon fliegen fast. Ja, ich kann schon langsam fliegen. Also aber ich habe auch schon die Hälfte an. Bei mir geht's. Ja, ich habe Hälfte an Metall auch, muss ich auch wegwerfen, leider. Ich habe 67 Metall und damit kann ich jetzt noch fliegen. Ja, das ist krank, wie schnell das geht, ne? Wie wenig Metall man dann eigentlich sozusagen nur hier holen kann. Aber es wird sich ja ändern, wenn man mit Adler. Ich flieg wieder zurück, in Ordnung? Ja, ich komme hinterher. Okay. Aber wir sind relativ lange unterwegs. Boah, sieht das schön aus hier gerade. Ne? In der untergehenden Sonne. Es sieht gar nicht schön aus bei mir, ehrlich gesagt. Es ist bei mir irgendwie heute verbuggt, was die Grafik angeht. Ich kann das euch nicht sagen. Ich habe extra nachgeguckt, wie das ist, wie das ausschaut mit der Grafik hier. Aber, keine Ahnung. Und du bist schneller als ich, Izzy. Du bist echt? Aber ich fühle mich auch schon super langsam. Du bist hier eine Ecke schneller sogar. Ich packe jetzt gerade mal wegen Essen, oder habe ich das schon rausgeworfen, mir nochmal ein bisschen von den Berries hier rein. Die kann ich sozusagen auch noch essen. So, alles gut consumed. Und schon dunkel. Es sah gerade noch so schön aus bei mir und ist dunkel. Flieg weiter und weiter. Ja, bei mir ist es halt auch einfach komplett dunkel. Das ist... Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen komisch, wie es aussieht, aber ist vielleicht noch ein kleiner Grafikbug. Okay. Du musst gerade mal zwischenlanden. Oh fuck, ich muss auch gleich zwischenlanden. Da muss man immer aufpassen mit dem, dass man hier nicht irgendwo landet, wo ein paar T-Rexes unterwegs sind. Gott, hier ist so ein Skelett und ein Raptor direkt. Ich lande bei einem Bronto. Aber sonst muss man sagen, richtig gute Mission, Izzy. Kurz hingeflogen. Ja, du bist auch da, wo der Raptor ist. Die greifen dich alle an. Stimmt. Achtung, oh! Flieg los! Aua! Arsch, ey! Hauptsache, du landest an der gleichen Stelle und ich sage, es ist voll gefährlich und du sagst, ja, hier ist gut. Ja, weil ich direkt neben Bronto war, deswegen dachte ich das. Fuck! Ich bin über Wasser gewesen und hatte fast kein Stamina mehr. Das war knapp. Hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, aber ganz knapp. Jetzt okay, bin ich aber da und muss hoffen, dass das Skelettding, was ein Kano, was auch immer das ist, da hinten mich nicht trifft. Ja, die kommen schon angelaufen. Fuck. Aber ich hab genug, um jetzt übers Wasser. Alter okay. Schwede. Hier nochmal kurz landen, Leute. Nochmal kurz chillen. Ich glaube, der Raptor kommt nicht drüber. Kurz Stamina aufbauen. Chillen. Und da soll jetzt genügen. Haben wir aber richtig gut Metall. Das ist cool, weißt du. Und wenn wir dann den Adler haben, dann geht's noch viel besser, weil er noch viel mehr
Wir müssen uns dann vielleicht verschiedene Adler ziehen. Weißt du, machen wir einen, der so richtig nur auf Weight geht. Der ist dann nur dafür da, dass wir mit dem hinfliegen, das holen. Bauen erstmal überhaupt einen Adler. Ja, klaro, ne? Ja, ne? Aber wenn wir uns dann mehrere 10 Meter Zeit, weißt du, machen wir so einen, der voll so auf Angriff ist und so, weil du kannst halt mit einem Adler, mit zwei Adlern, können wir auch endlich mal die scheiß Alpha-Raptor mal angehen, weißt du? Jo, da stimmt, bin ich halt so ein bisschen scharf drauf, dass wir das endlich mal schaffen. Sogar den neuen könnten wir damit angreifen, damit kann man eigentlich echt viel angreifen. So. Ich pack das Metall mal hier in unser Refining Forge. Mhm. Mach das Gerät direkt mal an. Und ich kann mich selbst auch upgraden. Ich gehe auf... immer noch auf Oxygen. Ich will ihn auf 200 bekommen. Das heißt, einmal muss ich noch auf Oxygen gehen. Und dann können wir uns langsam mal einen Flugsaurier nämlich... einen Wassersaurier zähmen. Ja. Viele haben auch schon in die Kommentare geschrieben, dass wir uns einen Frosch zähmen sollen. Der kann ja auch unter Wasser schwimmen, sozusagen. Stimmt. Also kann ja auch tauchen. Und der verliert da, glaube ich, nicht mal Stamina im Wasser oder so, wie ich das gelesen habe. Und der kann natürlich auch an Land. Das heißt, man könnte auch mit dem ins Paradies laufen. Mhm. Der ist sogar an Land, glaube ich, auch mega schnell. Haben die Leute auf jeden Fall geschrieben. Ja, das ist ein vielseitiges Reittier auf jeden Fall, aber ist halt nicht so stark. Ich wundere mich, warum das so dunkel ist. Ich habe das Gefühl, in manchen Ecken ist es viel dunkler als in anderen. Obwohl wir gerade aber voll viel Mond haben, also daran kann es nicht liegen. Komisch. Ich tue jetzt gerade nochmal ein bisschen Fleisch hier in den... Arme Petri hatte gar kein Fleisch. Ja, bei meinen hatte richtig viel Fleisch. Ja, das habe ich gerade nochmal rausgenommen. Ja, was können wir noch hier brennen? Oh, Leck. Ja, ich hatte auch gerade kurz ein Leck. Tun wir das nochmal raus. Ein bisschen Thatch ist da drin, aber kein Wood. Haben wir irgendwo noch Wood als Brennmaterial? Oder mache ich hier kurz nochmal ein bisschen Spark? Das Missy, ich habe gerade extra noch ein bisschen mehr reingetan. So, ein bisschen Flint. Dann machen wir nochmal ein bisschen. Ja, schnell hinterher, alles durch. Perfekt. So, 8 Spark Powder. Dass wir hier, dass hier nochmal ein bisschen was brennen kann, ein bisschen Fleisch. Okay. Wie viel Metal Ingots brauchst du denn für das nächste Rüstungsteil? Stimmt, hier müssen wir erstmal. Jetzt ist dafür, das war ja sozusagen der ganze Grund für unsere Reise, weil dass wir immer genug Metall zusammenbekommen. Also, ich kann es dir sagen. Für das, für die Flak-Rüstung. Also, irgendwie habe ich hier bei den Craftables gerade gar nicht Flak. Heißt die irgendwie anders? Dachte die immer, die hieß Flak? Ja, ich habe auch Flak Chest Beast genannt. Ah, okay. Logischerweise wird es wahrscheinlich so sein. Ach, ich kann auch gar nicht alles lernen von der Flak-Rüstung, weil ich Level 50 dafür brauche. Ich kann aber die Legend schon mal lernen. Oh, echt? Ja. Dafür brauchst du Level 50? Oh, wie stressig. Vor allem, weil ich das schon bin. Aber ich das halt dauert auch nicht mehr lange. Ich bin jetzt ja schon Level 48. Oder 47 erst? 47 bist du, ja. 47. Oh. Heieiei, vier Level hinter dir, was ist denn da los? Was mache ich denn? Wieso mache ich denn, dass ich da so schlechte Level immer hier habe? Okay, also für die Legends, die ich vergessen habe zu lernen, dummerweise, brauche ich Flak Legends Learn gelernt. Hast gelernt. Shops gelernt. So, mit dauert echt so lange, ist die Frage, ob man nicht zwei Refining Forges macht. Ja, sollte man eigentlich machen. Ich brauche 16 Ingots dafür. Okay, dann kannst du schon fast die erste machen. Ja. Wir haben ja insgesamt zusammen ungefähr 150 oder sogar ein bisschen mehr gesammelt. Und aus 150 werden dann aber wiederum sozusagen nur die Hälfte dann Ingots draus. Das heißt 75 ungefähr. So eine Art haben wir vielleicht 80. 9. Du hast bisher noch nichts rausgenommen, oder? Woraus? Aus nee, der Metal Ingots, nee. Ja, okay. Dauert ein bisschen. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen langsam, aber das läuft auf jeden Fall vorwärts. Aber was wir ja auch noch machen wollten. Ah, ich muss mein Metall auch noch hier reintun. Was wir auch noch Wichtiges machen wollten, uns ein paar Dilos zähmen. Und was da die Idee war. Oh Gott sei Dank, wir sind endlich langsam wieder hell. Ich mag die Nacht nicht in arg. Ist viel zu dunkel. So. Hast du Angst? Ich beschütze dich. Aber ich finde halt eigentlich auch cool, dass es so dunkel ist. Das ist so ein bisschen wie Clash halt, dass man sich auch so richtig anschließen kann. Weißt du, wenn du auf so einem kleinen PvP-Server bist und alle Leute in der Nacht immer nicht draußen sind, kannst du auch, wenn du unterlegen bist, in der Nacht halt irgendwo draußen unterwegs sein, wenn du es halt das sozusagen in Kauf nimmst. Das finde ich ganz cool wiederum. Das stimmt. Okay, also es geht hier direkt hier gerade einmal raus. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich ein Dilo finde. Denn der Vorteil ist eben, wir können uns einfach mal mit der folgenden Attacke hier...
können wir uns so einen kleinen Dido hier rausholen und dann können wir uns mal gucken, ob wir irgendwie einen finden, der ziemlich hohes Level hat, weil so ein Level 100 Dido wäre natürlich schon fresh und auch ein Level 100 Dido ist noch immer ziemlich schnell gezähmt eigentlich. Deswegen fliegen wir hier gerade mal lang. Aber mit den Dinos, die hauen dann halt ab, ne? Ja, das müssen wir halt erstmal irgendwo an so einer Stelle behalten, bis wir uns überlegt haben, wie wir das machen mit dem, wie die rumlaufen. Du meinst Hauptsache erstmal einen, der überhaupt aufpasst. Genau. Dass wir da mal das sind Dinos. Okay. Außerdem sind die Dinos wichtig, deswegen sollten wir auch mehrere holen, damit die Eier legen, weißt du? Ja, okay. Das ist auch wichtig, dass die Eier legen. Denn die Eier brauchen wir für verschiedene Zähmensachen, die wir noch, verschiedene Dinos. So, ouch, das war doof. Komm zurück. Pete. Oh Gott. Ach, Pete, komm doch her. Wo bist du? Ah. Dankeschön. Verstehe irgendwie nicht, warum das so dunkel ist, wenn man die färbt. Also warum man die Farbe nicht so richtig bei den Dinos sieht. Das ist mir ein Rätsel. Das weiß ich auch nicht. Ich dachte immer, dass man die auch zum Beispiel so richtig so blau zum Beispiel, so richtig blau dann auch färben kann. Ja, das aber haben uns die Leute bestimmt auch schon in die Kommentare geschrieben, wie das geht. Ich glaube nur, dass wir es noch nicht so wissen. Vielleicht muss man mehrfach drüber gehen oder so, aber ich glaube, das habe ich auch mal vorhin probiert. Nee, klappt nicht, habe ich gerade probiert. Das war ein bisschen komisch. So, noch ein Flugsaur. Wir wollten uns auch noch krasse Flugsaur eigentlich zähmen, aber das machen wir mal anders. Wie viel brauchst du nochmal für eine Hose? Nur 16. Das ist doch pro Hose. ein bisschen Halt noch dazu. Ja, so viel ist es nicht. Wir haben ja eigentlich viel gesammelt, aber wir brauchen halt mehrere. Eigentlich kann man direkt 3 Refining Forges oder so braucht man. Ja, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Stein, das fehlt uns noch. Ah, Steine, kannst du mal kurz mit dem Dödel was holen? Ja, bin schon auf dem Weg. Perfekto. Dann sehen wir uns gleich. Bin ich einmal ums Paradies rumgeflogen und hab noch keinen einzigen Dilo gesehen. Das ist der Wahnsinn. Normalerweise echt? Sind überall Dilos, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, Dilos sind eigentlich Dilos logischerweise an der Küste überall, genau, nerven ein. Und jetzt, wo man die sucht, da ist der erste. Dauert es ein bisschen. Na gut, was seid ihr für Level? Was seid ihr für Level? Ich gehe erstmal ein bisschen beiseite. Autsch! Oh, da hat mich nur irgendein Insektus angegriffen. Da. Ich hol Stein für Refining Forges. Pete, du sollst landen! Oh, Dummkopf. Na gut, da sind 2. Alter, und hinten ist ein riesen Sarko. Dann schauen wir doch mal durch unser Fernglas durch, was die Leute denn hier machen. Also, wir haben einmal ein Level 12 und einmal ein Level 20. Ihr seid beide scheiße, von euch will ich gar nichts hören. Ich weiß, jetzt sagt kein Ton, ihr bleibt da stehen und bleibt da nichts. Stehen und ist klar, okay? Oh, und Pete dreht durch. Ah, Pete! Alter. Pete! Okay. Pete! Ich nicht rum. Pete! Oh. Die sind so stressig. Alter, Pete. Und ich wurde gepolstert von irgendeinem scheiß Ding, was hier fliegt. Da. Such doch einfach mal wieder Jeremy Pascal. Ja, Jeremy Pascal, stimmt. Eigentlich die müssten mittlerweile Level 500 sein. Ja, haben sich von alleine gelevelt die ganze Zeit. Stimmt. Oh, wenn Jeremy Pascal noch leben würden. Würden wir dann neue Dinos auch wieder Jeremy Pascal nennen oder würden wir da ein bisschen was anderes draus machen? Bitte nicht, die sind so dumm. Ja, stimmt. Ja. Die sind wirklich ein bisschen zu dumm. So, landest du jetzt mal, Pete? Pete, Alter, wenn er jetzt nicht landet. Ja, er landet, oder? Oh, komm, er dreht durch. Er dreht durch! Ja, die drehen immer durch. Alter. Er dreht durch! Ist er vielleicht ja Marsch? Ich bin drauf. Oh Gott, war das. Das ist immer eine Lotterie hier, boah, das ist ein Ultralex. Eine kleine kommst Lotterie. Kommst du gerade durchs Tor rein, ja, ne? Nein, bin ich nicht. Wieso ist das Tor aufgegangen? Oh, weiß ich nicht. Hä? Du bist echt nicht am Tor? Nein. Ich habe gerade aus der Ferne gesehen, wie hinten unser Tor aufgegangen ist. Nee, das kann nicht sein. Das zum schwarzen Strand. Ich habe es 100% gerade gesehen. Nee, ich bin ja mit Fuchsau unterwegs. Hab's auch aufgemacht. Aber wie ist es dann aufgegangen? Wer hat es aufgemacht? Ich weiß es nicht. Hä? Vorsicht nicht, dass das da ist einfach gerade aufgegangen. Ich bin ganz woanders. Das ist komisch. Vielleicht war es ein Bug oder es sieht Anzeigefehler oder sowas. Eigentlich kann das nicht sein. Aber das Tor ist auf jeden Fall noch auf. Boah, ich bin gleich schon wieder bei der Eiswelt. Okay. Bin bei der Eiswelt einfach. Tja. Dann holt uns doch einfach einen Wolf. Stimmt, wir können doch einfach einen Wolf holen. Den können wir sogar schon zähmen direkt. Der friert sich da bestimmt einen Wolf ab. Den kann ich leider nicht so, kann ich leider nicht bewegen. Den kann ich leider nicht anheben. Dafür bräuchten wir einen Adler. Mit einem Adler können wir uns alles einfach holen. Oder ich glaube, einen Wolf kann man tragen. Das wäre natürlich fresh. Echt? Ich glaube, ja. Ich glaube, das geht. Boah, und ich habe hier echt keine Lexe. Und ich habe gerade einen Dilo Gold. Also mit einem Adler, aber nicht mit einem Pete oder so, oder? Mit einem Adler ja, mit einem Pete nicht.
Ja, okay, also ich dachte, du redest gerade darüber, ob du es vielleicht mit Pete schaffen könntest. Ich dachte, hier wäre irgendwo einer, aber hier ist keiner. Es ist der Wahnsinn, hier sind keine Dealers unterwegs. Ja, wenn man die finden will, dann findet man die nicht, ne? Das ist jedes Mal so ein Arc, ist egal, was wir suchen, das, was wir brauchen, das findet man nicht. Das ist echt schade. Das ist auch im echten Leben so. Ja, wahrscheinlich. Das, was man am meisten will, das gibt es dann einfach immer nicht. Na gut, fliegen wir. Alter, ich fliege auch so in die Sonne hinein. Ich kann ja auch gar nichts sehen. Alter, was war da denn? Yo! Wir waren Skelett-Raptor. Ja, ja, die sind echt, boah, krass. Weiß nicht, sind die viel stärker? Ja, ne? Ich glaube, die sind auch stärker. Ich weiß nicht genau. Der sah auf jeden Fall ganz schön krank aus, wie er da ankam. Wie er da so angepest kam. Der war flott unterwegs. Ich bin ja gerade erst bei diesem großen Berg, weißt du, der in der Nähe von uns ist, aber nicht der, wo wir waren, sondern der andere eben. Nicht der, sondern der andere. Okay. Der ist Level 32, der Peter Deradon. Da brauchen wir irgendwann halt auch einen neuen. Okay, Leute, ja, ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott, hier ist ein schönes Licht, das suchen wir, gucken wir uns auch mal an. Wenn wir mal wieder ein gelbes Licht finden würden, das wäre auch noch stark. Und bald dann die roten Lichter. Ah, das jo, stimmt. Aber die roten sind dann das letzte, oder? Die roten sind die letzten Lichter, ja. Aber, Dinger, wann kriegen wir die denn dann? 55 oder so, glaube ich. Oder ja, ich 60, dann ist schon, 60 wahrscheinlich. Kriegen wir schon alle Lichter? Ich glaube 60. Aber ist nicht mal weit weg, ja. Aber zum Beispiel, manche Sattel bekommen wir erst mit Level 85. Also da ist noch einiges zu tun, hey, Double City. Okay. So, kommt das Ding hier mal runter. Sehr gut. Dann setzen wir uns nämlich einmal hin. Ah, steigen ab. Pete, du bleibst hier. Ich kann endlich noch eine Reforge machen, eine Refining Forge, dann schmeißen wir halt Reforge, Alter, das ist eine Wortneuschöpfung, oder nicht? Ja, was haben wir da drin? Blueprint für eine Smithy bringt gar nichts und Blueprint für eine Metal Irrigation Pipe. Ach, Leute, warum parkt ihr da nicht mal besseres Zeug rein? Allein, dass es immer Blueprints für Standardsachen sind, weißt du, es bringt ja nur was, dass man das sozusagen nicht die Punkte nicht benutzen muss. Aber wir haben trotzdem so viele Punkte, dass es anscheinend ja egal ist. Das finde ich ein bisschen schade. Du, ich bin auch sehr enttäuscht. Hier sind die beiden Dilos. Und der eine Dilo. Oh, der Dilo! Das ist Dings. Ein Onkel kämpft hier gerade gegen Sarko. Und die sind da unterwegs, weißt du? Die kämpfen da. Aber mich juckt es nicht. Ich flieg weiter. Juckt mich gar nicht. Aber wenn wir jetzt nicht im Paradies sind, könnten da ja Dilos spawnen eigentlich, ne? Ja, ich bin im Paradies. Oh, hier ist ein Rex. Aber die hier ist ein Rex. Ich bin auf dem, ich bin hier da, wo wir mal gestorben sind, weißt du, in diesem ganz langen, diesen ganz Pfad, lang. Weißt du, der längs geht. Ich glaube, da ist Smuggler's Path, in der Ark-Community. Und hier sind auch nochmal Dilos. Schauen wir das nochmal an hier. Leute, was ist los mit euch? So, wir kriegen jetzt auf jeden Fall Metall in der doppelten Geschwindigkeit. Das haben wir schon mal geschafft. Wir haben schon eine richtige Fabrik hier gebaut. Einmal Level 4 und... Und du kannst schon zweimal die neue Rüstung machen hier zu Hause auf jeden Sehr Fall. Sehr gut, dann komme ich nochmal gleich zurück wieder. Dann bin ich direkt gleich nochmal zu Hause. Was seid ihr, Dilos, denn für... Ey, was seid ihr? Im Kompostbin ist tatsächlich, da muss einfach nur Thatch und Kacke rein und der Rest passiert von alleine. Ja, ich glaube ja. Das dauert halt ein bisschen, aber dann hat man's. Irgendwie passiert da nämlich nichts. Ah ja, stimmt. Da versucht ist gerade einzusammeln, die Videos, das ist gar nicht so leicht. Da hab ich, nee, hab ich immer noch nicht. Hä, ich dachte, man kann Dilos einsammeln. Komm mal her, Mr. Dilo. Hä? Was für ein Level ist der? Level 4, ich wollte es gerade nur testen irgendwie. Aber irgendwie... Scheint ja nicht so schlecht zu sein, das mal zu testen. Hä, weil irgendwie... Oh fuck, da kam Raptor an. Irgendwie ging's nicht. Ich wäre mir ziemlich sicher, dass man Dilos und Dodos halt holen kann. Alter, ich krieg halt durchgehend Schaden. Es ist fast die Hälfte vom Leben, obwohl ich schon in der Luft war. Das war gerade ein bisschen verbuggt. Na gut, landen wir einfach nochmal vollzeitbar. Regenerieren uns kurz. Irgendwie kann ich die gar nicht einfach so einsammeln, habe ich das Gefühl. Also mit einem Adler geht's auf jeden Fall. Und man kann ja auch Menschen tragen, weißt du? Deswegen macht es ja auch Sinn, dass man Dilos tragen kann. Ich weiß nicht, ob es gerade ein Bug war und dass aus irgendeinem Grund hier, ob ich nicht gut genug angeflogen bin, ob ich ein bisschen trainieren muss beim Anfliegen. Vielleicht probier es gleich mal bei Dodos, weißt du? Training. Die laufen halt nicht direkt weg, das ist ja ganz praktisch.
kommt noch mal irgendwas. Einmal fliege ich hier noch längs, bevor es zurückgeht ins Paradies, bin ich wieder beim schwarzen Strand, wo eine T-Rex gegen eine Raptor kämpft. Und ich fliege einfach unten drunter durch. Da kennt er nichts. Da mal ich einfach, das juckt mir, da juckt mich gar nichts. Kann nebenbei auch nochmal einfach ein bisschen Narkotik machen, wo wir so viel Spoiled Meat wieder haben. Yep, yep. Mach ich gerade nochmal 59. So, ein Stegi ist hier längs. Komm, ein Dodo oder irgendwas. Irgendwas zum Testen. Ich will zumindest nochmal gucken, dass die auch wirklich, dass es überhaupt geht. Genug Gewicht müsste ich eigentlich gerade auch haben, um die einzusammeln. Ne, gerade habe ich nicht bekommen. Rückwärts fliegen geht leider halt auch nicht, logischerweise. Aber eigentlich muss man einfach nur die rechte Maustaste drücken. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Wie viel man mittlerweile hier machen und tun und die Maschine und die Maschine und da macht man eben das und dann gibt man die Refining Forge und dann geht man an die Smithy und dann geht man an den Cooking Pot und dann Mortar und Pestle und dann nochmal eben hier an die Fabricator und dann nochmal kurz hier dran an den Preserving Bin. Das ist so viel Zeug mittlerweile geworden. Da muss man erstmal durchblicken. Ich finde es auf jeden Fall, das ist deutlich umfangreicher als Minecraft zum Beispiel oder so. Ja. Jetzt ist so viel, was man beachten muss. Oh, und die Dodos sind gar nicht so leicht einzusammeln, weil man allein schon gar nicht dahin kommt. Also ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. An welcher Stelle sollte man das denn sozusagen machen, wenn man darüber fliegt? Wie, am Kopf? Normalerweise ist das ja gar nicht so kleinlich. Nee, eben, also ich meine, als wir uns gegenseitig eingesammelt haben, ging das voll easy, ne? Ja. Ich habe das auch schon ganz früh gemacht schon. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass jemand ein Dilo so einfach mitgenommen hat. Ja, ich mach's gerade ein Dodo und Dodo muss auf jeden Fall gehen. Also ich guck gerade mal, ich guck das einfach gerade mal nach. Peter Laradan. Pick up. So. Also, wie funktioniert das Ganze, Leute? Ja, das lasse ich mir jetzt nicht, auf mir sitzen. Ja, das checken wir auf jeden Fall nochmal. So. Flight Feeding landen. Pick up. Ich habe ja schon wieder ein Level. Carry Able Creatures. Das ist ein Dodo, ein Dilo, ein Meso und ein Human halt. Und this is done by using the Alt Fire Button. Also, und das benutze ich ja auch mit der rechten Maustaste, while flying or hovering over the creature. Und ja. Du hast ihn doch mit Leertaste mal eingenommen, oder nicht? Mit Leertaste? Nee, mit Leertaste springt man hoch. Bist du sicher, dass man damit keinen auch nicht einen aufnimmt? Ja, ziemlich sicher. Es ist auf jeden Fall so kacke, unsere Tiere hier an, unsere Dinos anzumalen. Man beschmiert auch automatisch noch ganz andere Teile des Körpers, so, weißt du, was ich meine? Wenn du die so, ach so, weil die musst du so manuell machen? Ja, das ist so ultra buggy, keine Ahnung, genau. Wenn man einfach alles wirklich anpinseln muss. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier verbuggt, weil ich krieg die irgendwie nicht eingesammelt, Leute. Wir gucken nochmal, wie wir das checken können. Vielleicht habt ihr auch eine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Dann schreibt es uns einfach mal rein. Ich fliege auf jeden Fall schnell nach Hause. Genau, die Rüstung. Genau, weil die Rüstung muss gemacht werden. Und hier ist... Nee, hier ist leider nichts. Ah, hier ist noch ein kleiner. Vielleicht wollte nur der eine nicht. Mal gucken, ob der hier geht. Nein. Ich habe den echt perfekt eigentlich gemacht. Ja, egal wo ich drücke, ob ich davor oder direkt, wenn ich da bin, drücke. Also ich kann ja davor drücken, dass die Animation sozusagen direkt im richtigen Moment da ist, aber... Ich glaube, es klappt einfach nicht. Ich gehe auch gerade mal so ein bisschen höher. Und... Ne. Egal, auch wenn ich höher bin, passiert da nichts. Es ist einfach... Es funktioniert nicht. Hm. Nein. Boah! Was? Ach du meine Güte! Was denn? Du kannst dir auf jeden Fall gleich mal Money angucken. Ups. Was ist mit Money los? Hast du ihn ganz schwarz rot angemalt oder wie? Ja, der leuchtet so richtig rot. Krass. Okay, ich mach mich auf den Weg. Bin fast da. Stell dich mal irgendwo hin, dass ich aufpicken kann. Ich will mal gucken, ob ich dich aufpicken kann. Ja, wo bist du denn? Stell dich einfach irgendwo ins Paradies, dann finde ich dich. Okay. Ja. Warte. Da bist du. Ich sehe dich schon. Komm mal raus. Du siehst mich? Ja, bleib stehen einfach.
Na, das war auch schlecht, aber... Hab's nicht. Ah, das war richtig schlecht und trotzdem hatte ich dich. Das ist komisch, weißt du, weil... Ja, das ist halt einfach total... Das ist eigentlich mega einfach. Ich glaube, es klappt einfach nicht, dass man die nehmen kann. Aber es steht da in der Wiki, dass man die nehmen kann. Da muss irgendwas komisch sein, Leute. Weiß nicht, ob es irgendwie ausgestellt ist oder so. Muss ich mal gucken, ob es irgendeine Option gibt. Guck mal, Manni. Da bist du auf jeden Fall wieder. Ja, ich lande jetzt. Und... Manni, Manni, Manni. Was ist mit ihm los? Manni? Ich sag mir nicht, du siehst es nicht. Ich sehe es nicht. Du siehst nicht, dass er einen komplett roten Rüssel hat? Nee. Was? Hey, ich sehe es wirklich nicht. Bei mir ist er einen komplett roten Rüssel. Bei mir ist er kein Stück rot. Ich erkenne nicht, dass der rot ist. Sicher? Ja. Hä? Sein Gesicht ist bei dir nicht rot. Wahrscheinlich, Leute, muss ich ja einmal reloggen. Aus irgendeinem Grund sehe ich sonst davor nicht. Aber der ist nicht absolut nicht bei mir rot, leider. Hier ist nix. Okay, krass. Hier ist nix rot. Oder vielleicht liegt es daran, dass... Ne, eigentlich musst du das sehen, das muss man eigentlich sehen, auf jeden Fall. Ich schätze mal, das ist nur ein Bug. Wird man wahrscheinlich morgen in deiner Folge aller spätestens sehen. Und dann in der übernächsten werde ich es dann wahrscheinlich auch wieder sehen können. Ich nehme mir kurz nochmal hier das Eisen raus, Leute. 45 Eisen hier, 18 Eisen da. Da waren ja gerade hier mal auch noch irgendwie 7 drin oder so. Das heißt, wir haben jetzt 9 drin. Das heißt, wir haben jetzt schon 72 Eisen. Und da kann ich jetzt nochmal schnell... nein, kann ich nicht, weil wir brauchen noch für die Flak, brauche ich gerade noch. Nee, eigentlich ist alles da. Muss ich das anmachen, oder? Ja, genau. Boah, ist das Craft, laut! Craft. Ja, da ist der Fabricator, ja. Der ist ja gerade, der ist am Rödeln. Ihr seht, der ist am Rödeln. Und der spuckt aber auch direkt gleich, Hast du die ganzen Metal-Ingots schon ausgenommen? Nein, 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 sag nicht, Alter, nein. Ich habe ihn gerade außersehen ausgemacht. Und immer wenn du ihn ausmachst, während der am arbeitet, sind die Materialien weg, glaube ich. Nee, nein. Sind nicht. Nein, nein, sind nicht weg. Gott sei Dank. Alter, das wäre richtig scheiße gewesen. Glaube ich zumindest. Sieht nicht so aus. So. Ich habe schon wieder ein Level up. Also, zwei Stück sind fertig, Izzy. Einer ist, du kannst den, ich gebe dir nochmal. Alter, du hast wieder ein Level up. Was craftst du die ganze Zeit, dass du so viele Level ups hast? Keine Ahnung, alles Mögliche. Hier ist sie gedroppt, Izzy, hier. Ziehst dir an. Wir können es nochmal, painten, das Ganze. Wie painten wir das? Wieder schwarz und, Wir gucken wieder, dass es halt so ins Konzept passt, ne? Weil das sollten wir jetzt nochmal... Ich hab da einen Pinsel wieder reingetan. Das können wir... Du brauchst ja keinen Pinsel. Du darfst gerade schon mal painten, weißt du? Ah, jo, stimmt. Also, die Hose. Color Region 1. Weil die würde ich aber hauptsächlich schwarz machen mit kleineren Akzenten, weißt du? Weil sonst wird es zu rot. Also, Color Region 1 schwarz, okay? Bist du sicher? Ja. Okay. Region 2. Ja, was sind denn diese? Ah, Region 6 ist rot, ja? Das ist halt nur voll klein, ne? Oder? Ja, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall schon mal rot. Mal gucken. Hinten gibt's natürlich auch noch, ne? Hinten muss allerdings dann auch hauptsächlich schwarz sein. So, Region 3 ist auch schwarz. Ich kann Region 3 gar nicht färben. Ach, ich habe ja noch gar nicht die neue Rüstung. Du musst die Flak... Ich habe die dir da hingeworfen. Hast du die aufgesammelt? Ja, ja. Okay. Im Kopf. So, Region 5 ist auch schwarz. Du, welche Region hast du jetzt schwarz gemacht? Sorry. Also, schwarz ist 1. Ja. Also, hoffe ich gerade mal. Ja, ja, 1 war schwarz. Dann war die... Das muss ich gerade leider erstmal checken. Region 3 war schwarz. Ja. So, Region 2 machen wir rot. Region 5 ist... Schwarz. Region 5 ist schwarz. Region 6 muss auf jeden Fall rot werden. Ja, und Region 6 ist rot, genau. Okay. Brauche ich gerade noch ein bisschen schwarz zur Region 5. So. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier mal alles fertig. So. Okay. Ach, du hast sie noch gar nicht angezogen. Ich ziehe sie jetzt an. Da ist auch das Ding angezogen. Geil nochmal, Nico. Das sieht gut aus. Gleich aus? Ja, yep, ich glaube schon, warte. Ja, yep, das sieht gut aus, oder? Nice, ja. Nice, Leute. Das sieht echt voll cool aus. Das ist ja wohl mal eine richtig fette Rüstung hier, Leute. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen und ich hoffe, euch eure Rüstung, unsere Rüstung hier gefällt, euch auch. Was ich mir gerade noch als allerletztes hier einfällt, kann man denn Folgendes machen hier?
Ah, okay. Brauchen wir nur noch Helm, Handschuhe und Schuhe. So. Was machst du? Warte. Wie viel Metal, das ist noch eigentlich, müsste schau dir noch mal mega an, was ich jetzt hier nämlich für eine Waffe hab. Schau es dir mal an, Laserschwert. Oh, stimmt. Alter, sieht das richtig geil aus, Leute. Richtig cool, dass man hier alles mal färben kann. Ihr könnt uns gerne auch vorschlagen, was wir noch gut färben können, wie wir die Dinos besser färben können, wie wir die Dilos einsammeln können oder sonstiges Getier und so weiter und so fort. Schreibt uns alles unten rein in die Kommentare. Und vielen Dank heute fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Da kommt die nächste Folge auf dem Kanal von Izzy. Link zu ihm ist unten in der Beschreibung. Checkt's aus. Vielen Dank heute fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Yes!